Kochen mit Landeshauptmann Thomas Stelzer, Tennisstar Dominic Thiem, ganz nah und Fashion-Shows. Neben dem Einkaufen gibt's in der Plus City auch Veranstaltungen wie das Weinfest oder Abende mit Hangar 7 Köchen. Wir sind nie stillstehen geblieben, wir haben uns immer weiterentwickelt und wir sind, glaube ich, heute auf einem Standard und auf einem Niveau und auch auf einem Angebot, das dem Kunden entspricht. Und wir haben doch uns dorthin entwickelt. Heute ist Freizeit, heute ist Unterhaltung, Entertainment wichtig. Durchschnittlich besuchen täglich rund 20.000 die Plus City. Wenn man die letzten Jahre betrachtet, hat sie sich enorm entwickelt, vor allem durch den Zubau und auch durch die Shops. Tut sie immer wieder was Neues. Man merkt, dass Plus City darauf schaut, dass Qualität einer kriegt und ja, dass auch ein sehr angenehmes Ambiente ist. Und darum hält man sie auf für einen Kaffee oder eben, wenn man was braucht, kriegt man eigentlich fast alles. Es ist ja eine sehr große Vielfalt, also quasi von den Einkaufsmöglichkeiten überhaupt, muss ich sagen. Und die machen verschiedene Veranstaltungen, was ich sehr gut finde. Wer Glück hat, gewinnt auch ein Auto. Denn das Einkaufscenter verschenkt einen BMW X2. Einfach eine Teilnahme ausfüllen und ins Auto reinschmeißen. Und heute ist die Verlosung, ja. 5 Schlüssel, einer davon passt. Eine Stunde später, der Gewinner steht fest. Manfred Pindeus aus Machtrenk ist der neue Besitzer. Das ist ein schönes Gefühl, nicht, wenn man ein Auto gewinnt. Ne? Wir waren und für sich noch nie was gewonnen. Ne? Das ist ein X2 18i mit 136 PS. Der eines der beliebtesten Autos bei BMW ist und irrsinnig beliebt, weil er ein sportlicher, kleiner, kompakter SUV ist. Beruflich ist Manfred Pindeus bereits mehrere tausende Kilometer gefahren. Als Kraftfahrer immer unfallfrei. Das wird wohl mit dem neuen Flitzer auch gelingen.